Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Wir besprechen jetzt die Möglichkeit einer Transparenzsatzung. Wir sprechen über Transparenz zwischen Menschen, die in der Stadt leben, und der Verwaltung, also dass die Menschen da draußen als einfacher haben und vor allem, dass die Spielregeln bekannt sind, wie Menschen zum Beispiel die Verwaltung fragen können, wie ist das und das abgelaufen, wie habt ihr das gemacht, kann ich mal das Dokument sehen und so weiter und so fort. Man könnte jetzt natürlich einen riesengroßen ideologischen Diskurs führen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht oder wie. Ich will das Ganze abkürzen. Diese Möglichkeit, dass Dresden die Möglichkeit hat, eine Transparenzsatzung einzuführen und etwas Positives für die Transparenz in dieser Stadt zu machen, diese Möglichkeit hat uns unsere liebe Landesregierung gegeben. Das heißt also, CDU, Grüne und SPD haben per Landesgesetz Dresden und Leipzig und Chemnitz und die anderen Gemeinden die Möglichkeit gegeben, eine Transparenzsatzung einzuführen. Und deswegen, weil ich meine, wir werden ja schon irgendwie drüber nachgedacht haben, warum, gehe ich auch mal aus, dass zumindest diese drei Parteien schon mal der Sache zustimmen werden. Was steht jetzt genau in dem Antrag? Eigentlich relativ einfach. Dresden soll sich zur transparenzpflichtigen Stelle erklären. Das ist ein Fachwort, aber heißt einfach Dresden, der Stadtrat soll sagen, yo, wir möchten gerne mehr Transparenz für unsere Bürgerinnen und Bürger haben. Und das Zweite ist, ich habe es schon mal erwähnt, die Verwaltung, der Oberbürgermeister soll die Spielregeln aufschreiben, also Fachwort Satzung, soll eine Satzung erstellen, wo drin steht, was geht nicht, wie machen wir das, wie sind die Fristen und so weiter und so fort. So, das Ganze sehen wir dann sowieso nochmal im Stadtrat, wenn die Satzung dann beschlossen wird. Heute ist der erste Schritt und ich wiederhole, es geht darum, Landesrecht in Dresden zu implementieren oder um deutsches Wort zu nehmen, umzusetzen und nicht mehr und nicht weniger. Aber mit diesem einen Schritt kommen wir einer transparenteren Welt, der gläserne Staat und nicht der gläserne Bürger, kommen wir den einen Schritt näher. Vielen Dank.